Sie sind fertig, Sie sind bereit. Ja, wir können beginnen. Wir können beginnen. Herr Sobermann, wir reden gar nicht über Sie im Moment. Wir reden nur über Treblinka, weil Sie sind ein sehr wichtiger Augenzeuge. Und Sie können erklären, was war Treblinka. Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen. Nein, nein, das habe ich. Ich habe es versprochen. Und dort? Has sobrevivido a la guerra. ¿Qué harás cuando vuelvas? Solltest du den Krieg überleben, was machst du, wenn du nach Hause kommst? Ich werde meine Mutter umarmen, wie nie zuvor in meinem Leben. Va a abrazar a su madre. Vaya, qué bonito. Pregúntale si se quitará el uniforme. Hast du vor, die Uniform abzulegen? Werde sie nicht nur ausziehen, werde sie verbrennen. Lo va a quemar. Justo lo que pensaba. No nos gusta. Preferimos a los nazis con uniforme. Así los detectamos en un santiamén. Fiese bien que nunca se nazis lleven uniforme, para que aún así so identifizar. Pero si te quitas ese uniforme, nadie sabrá que eres un nazi. Y eso no nos parece bien. Aber wenn du die Uniform ablegst, weiß niemand mehr, dass du Nazi warst. Haben wir nicht so gern. Así que voy a darte algo que no podrás quitarte. ¡Yeah!